Speicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Ah, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen. Wir haben gehört, dass ihr Ärger mit den Typen aus dem Dorf hattet. Angeblich ging es um irgendeine Halle. Und gibt nichts anderes übrig, als Leine zu ziehen. Dem wird Hören und Sehen vergehen. So eine Nummer haben die noch nie erlebt. Ah, die Decke stürzt ein. Oh, shit, die Bude bricht wirklich nach. So lassen wir uns nicht verarschen. Und schon gar nicht von diesen Internatswächern. Das hier ist ein Brief von meinem Onkel. Dem gehört die Lagerhalle zufällig. Verdammt, das gibt's doch nicht. Da sieht man. Die Lösung stand schon vor Unterrichtsbeginn an der Tafel. Wir leihen uns die Alarmanlage aus, um das Klassenzimmer zu überwachen. Damit kriegen wir das Phantom-Genie. Wenn man vom Teufel spricht. Los, komm, den schnappen wir uns. Jetzt haben wir dich! Sag bloß, du hast die ganzen Aufgaben gelöst. Du hast echt alle Aufgaben gelöst? Das gibt's doch gar nicht. Aber die anderen Aufgaben fand ich witziger. Die ist ja nur eine Trickfrage. Stimmt die Lösung überhaupt? Natürlich stimmt das Ergebnis. 12 Kilometer? Man muss nur die Aufgabenstellung genau lesen. Ach ja? Doppelt so schnell ist der Trick. Stimmt. Hin und her. Der Hund ist doppelt so schnell wie der Förster. 12 Kilometer die Stunde. Oh Mann, und wir rechnen wie die Blöden. Dabei ist eigentlich alles ganz einfach. Ach, hier bist du. Ich such dich überall. Was machst du denn hier mit den Mädchen? Er hat uns nur die Aufgabe erklärt. Ach ja? Komm jetzt nach Hause, ist Feierabend für heute. Sein Vater hat wohl gar keine Ahnung, was Philipp alles drauf hat. Ein Typ wie der geht wahrscheinlich längst auf die Uni. Und passt bloß auf, dass euch die Ratten nicht in euren Hintern beißen. Ratten? Ach, Blödsinn. Was ist denn hier los? Onkel Rainer. Was machst du denn hier? Kannst du mir mal erklären, was ihr hier treibt in meiner Lagerhalle? Habt ihr das Schild draußen nicht gelesen? Betreten verboten, Elternhaften für ihre Kinder? Naja, wir dachten doch nur, also... Du, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich dir erlaubt habe, hier rumzuhängen. Und ich wundere mich, ja, dass ich seit Jahren das erste Mal eine Stromrechnung kriege für die Lagerhalle. Dann zeig mal noch mal euren Brief. Ja, ich denke, du hast die schriftliche Erlaubnis. Moment mal, was denn für ein Brief? Ach ja, Was du gemacht hast, ist Betrug. Jetzt regt euch mal ab. Genau, ihr dürft nämlich genauso wenig sein wie wir. Also ruhig mal. Jetzt mal ganz schön der Reihe nach. Oder soll ich mal deinen Vater kurz anrufen? Wir haben die Lagerhalle entdeckt und der tut so, als wenn ihm alles gehört. Also, wenn ich mich so dran erinnere, als ich in eurem Alter war, ich hätte ja auch gern so eine Halle gehabt mit Flipper und so. Pass mal auf, ich mache euch einen Vorschlag. Die Gruppe, die als erste 200 Mark für die Stromrechnung auf den Tisch legt, hat gewonnen. Vorausgesetzt natürlich, das Geld ist fair verdient. Die Lagerhalle könnt ihr dabei benutzen. Das gilt übrigens für alle. Oh Mann, 200 Mark sind eine Menge Holz. Stimmt. Komisch, sonst holt sie mich da immer am Schultor. Was ist denn? Wartest du noch Nadine? Nerv jetzt nicht. Normalerweise holt sich der vom Schultor ab. Hi, Jungs. Alles klar? Ich suche einen alten Kumpel. Wolle heißt er. Kennt ihr den zufällig? Wolle? Nie gehört. Ah, so ein Hagerer mit langen dunkelblonden Haaren. Zumindest, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Trägt meistens Jeans und eine Lederjacke. Wir wollten mit der Harley Geburtstag feiern. Ah. Wum, wum, wum. Versteht ihr? Also, wenn ich dir so einen schrägen Typen gebe, ich glaube, dann wüssten wir davon. Ja, er hat studiert und soll hier arbeiten. Hier, das ist Wolle. 25 Jahre her. Wahrscheinlich sieht er nicht mehr ganz so aus. Cooler Typ. Bisschen schräg. Ja. Also eine gewisse Ähnlichkeit. Aber der, nee, nie kann ich sein. Tut mir leid. Schade eigentlich. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Oliver am Tor abzuholen. Macht doch nichts, kann ja mal passieren. Allerdings, früher warst du mal total aufgeregt, wenn Olli kam. Naja, wie ein altes Ehepaar eben.
Ich hab da mal in der Uta gelesen, wie man seinen Partner neu entdeckt. Oh, Iris, bitte verschone mich damit, okay? Wieso? Das war total interessant. Lass es. Ja, schon gut. Nadine, du glaubst es nicht. Guten Morgen, Vera. Hi. Was ist denn los? Der Typ von gestern. Du meinst Philipp? Den ihr erwischt habt. Ja, genau der. Ich hab da gestern noch ein bisschen rumgehorcht und weißt du was? Nein, aber du wirst es uns mit Sicherheit gleich sagen. Der Typ ist der Sohn von Malermeister Schwers. Was ist denn daran so interessant? Der geht gar nicht auf die Uni. Der geht auch nicht mal auf ein Gymnasium. Der geht auf eine Sonderschule. Das gibt's doch gar nicht. Könnt ihr mir alle mal zuhören? Ich glaube zwar nicht, dass es einer von euch war, aber Frau Gallwitz sagt, dass aus der Lehrerbibliothek der dritte Band der fünfbändigen Ausgabe von Höhere Mathematik verschwunden ist. Kann es sein, dass den einer von euch ausgeliehen hat? Nein. Oder hat irgendjemand eine Ahnung, wo der geblieben sein könnte? Entschuldigung, wo wollen Sie denn hin? Hallo, bitte warten Sie mal. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich, schöne Frau. Ich suche meinen alten Freund. Wolle heißt er. Oh, guten Tag. Michael Preuß oder Crazy Michael. Ah, für Sie einfach Michael, okay? Guten Tag. Der Herr sucht seinen alten Freund Wolle. Hier, das ist Wolle. Ich habe das Foto allerdings gemacht, da sind wir gerade 20 geworden. Ja, schön und gut. Herr Michael, worum geht's Ihnen eigentlich? Wir haben heute unseren 45. Ach, jetzt verstehe ich. Und den wollen Sie beide zusammen feiern. Genau. Wir haben uns damals geschworen, dass wir uns mit 45 wieder treffen und dann eine Tour mit einer richtig geilen Harley machen. Gratuliere. Ich will Ihnen Ihren Geburtstag ja nicht verderben, aber... Können Sie auch nicht. Die Harley habe ich draußen stehen. Eine Original Fatboy. Wow. Also ich fürchte, auf Schloss Einstein gibt es keinen Wolle und ich kenne zumindest niemanden, der so aussieht wie auf Ihrem Foto. Muss aber. Ich habe seinen Lebensweg genau recherchiert. Und er endet hier auf Schloss Einstein. So. Mhm. Von den Kollegen hat auch niemand Geburtstag heute. Nicht, dass ich wüsste. Kann ich das Foto noch mal sehen? Ja. Der nannte sich also damals Wolle. Hi, alter Junge! Michael! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Danke. Wum, wum, wum! Aha, unser anonymes Genie hat wieder zugeschlagen. Guten Tag erstmal. Sollen wir es ihr sagen? Also, die Lösung ist richtig. Wer hatte die Erleuchtung? Also Kinder, ich verstehe euch nicht. Das ist doch die Gelegenheit, die Mathe-Note auf eine ziemlich angenehme Art zu verbessern. Weißt du was? Ich glaube, Philipp will gar nicht, dass das irgendjemand weiß. Setzt euch erstmal. Kinder, das ist doch nicht normal. Ich meine, wenn es sich um eine schlechte Note handeln würde oder um einen Tage. Oder soll das Ganze vielleicht ein Rätsel für mich sein? Na gut. Dann trage ich jetzt eine neue Spalte ein unter AG für anonymes Genie und schreibe erstmal dreimal die 1 auf. Nadine, Iris, wollt ihr dazu irgendwas sagen? Nein, nicht wirklich. Nadine, doch noch was? Naja, wie man es nimmt. Also ich hatte letzte Nacht da so einen komischen Traum. Aha. Naja, habe ich manchmal auch, aber können wir das schwierige Thema der Traumdeutung vielleicht ein bisschen verschieben? Naja, in meinem Traum war ich auch in der Schule und da stand an der Tafel, Einstein lebt. Einstein lebt. Roger Bacon lebte vom Jahre 1214 bis vermutlich 1294. Ihn ereilte das Schicksal vieler kluger Köpfe, zu Lebzeiten verkannt und danach vergessen. Wenn Wolfert der in Lederklamotten aussehen würde, von Brimm, der ist in Hochform. Dessen Erfindung irrtümlicherweise dem Privatgelehrten und Jesuiten Athanasius Kircher zugeschrieben wurde. Er lebte allerdings 300 Jahre später. Franz, er gilt als Erfinder von was? Von Brimm, dem Motorrad?
Ja, wirklich sehr komisch. Nein, es war die Laterna Magica. Ja, bitte, was ist denn? Eins, zwei, drei. Hoch soll er leben, hoch soll er leben. Dreimal hoch. Lieber geschätzter Kollege Wolfert, zu Ihrem 45. Geburtstag alles erdenklich Gute und vor allem Gesundheit und kleine Aufmerksamkeit. Aber Herr Direktor, das wäre doch nicht nötig gewesen. Wie ich gehört habe, wollten Sie Ihr Wiegenfest ja geheim halten. Ja, aber jetzt, wo Ihr alter Kumpel Crazy Michael Ihnen eine Fahrt auf seiner Harley spendiert hat, da wollten wir nicht zurückstehen. Ah! Früher hast du aber nicht so ein edles Gesöff gepöttet. Das ist ein Geschenk wegen meinem Geburtstag. Ja, dass du dir nicht schon während des Unterrichts anhätte, die Binde kippst, ist mir klar. Und? Macht der Unterricht bei Wolle Spaß? Unterricht soll nicht nur Spaß machen, sondern vor allen Dingen Wissen vermitteln. War Herr Dr. Wolfert eigentlich damals ein guter Schüler? Weißt du, das ist schon so lange her, das interessiert heute niemanden mehr. Ach, wenn ich mich so erinnere, er konnte die Lehrer in den Wahnsinn treiben. Ich weiß noch, wie wir das Mikro-Mofa von dem Deutschlehrer repariert haben. Hinterher fuhr das Ding dann 100. Aber wenn eine Arbeit geschrieben wurde, war er immer wieder voll da. Na, Sie waren ja wohl früher mal ein ganz wilder, was? Das ist etwas, worauf ich heute nicht mehr stolz bin. Wir waren jung und leichtsinnig. Ja, schon damals haben wir von einer Reise geträumt. Mit der Harley auf der Route 66, quer durch ganz Amerika. Ja, ja, wovon man als Jugendlicher halt so träumt. Also, was ist Alter? Weißt du, Michael, manchmal denke ich, man sollte Träume bleiben lassen. Tut mir echt leid, dass ich dich heute vergessen habe, am Tor abzuholen. Ach, schon okay. Ich habe die Schule auch so gefunden. Sag mal, was machst du eigentlich heute am Nachmittag? Wollen wir nicht irgendwas zusammen unternehmen? Ja, ist ein bisschen blöd heute. Du weißt doch, wir wollten noch ein bisschen Ideen sammeln, wie wir aus der Lagerhalle ein bisschen Kohle machen können. Ach so, es ist natürlich wichtiger. Bist du jetzt sauer? Nein, nein. Ich hatte doch eigentlich schon was anderes vor. Ach so. Ja, dann bis später. Ciao. Tschüss. Hi, hallo. Wie geht's dir denn so? Ach, im Prinzip eigentlich ganz gut. Stress mit deinem Vater? Hab's überlebt. Was hast du denn da? Ach, bloß ein Buch. Lass raten. Das ist bestimmt das verschwundene Mathebuch. Woher weißt du denn das? Ach, war doch nur ein Scherz. Zeig mal her. Ich wollte es gerade zurückbringen. Da ist das Buch, ja. Frau Galbitz sucht die ganze Zeit danach. Du kannst doch nicht einfach in die Lehrerbibliothek gehen und da Bücher wegnehmen. Tatsächlich. Höhere Mathematik, Band 3 von Professor Dr. Hanelmann. Was hast du damit gemacht? Na, gelesen. Ein Standardwerk für Mathematikstudenten. Ich fand's spannend. Danke, Herr Pasulke. Ich bringe das jedenfalls zurück. Alles klar. Aber das nächste Mal fragst du bitte, bevor du was ausleihst, ja? Einsteinweg? Wie wär's denn, wenn wir aus der Lagerhalle einen Disco machen? In Berlin ist sowas total in. Ich sag euch, so Raver-Partys in alten Fabriken, das ist total cool. Ja, in Berlin. Die spinnen ja auch. Außerdem, wer würde sich denn hier für solche Veranstaltungen interessieren? Na, zum Beispiel die Einsteiner. Die stehen bestimmt auf alles, was in ist. Klar, die sind auch ganz scharf drauf, sich selbst ein Ei zu legen und uns damit zum großen Geld zu verhelfen. Ich hab's. Ach ja? Wir organisieren eine riesen Tortenschlacht. Starke Idee. Und wer bezahlt die Torten? Genau, außerdem wollen wir Geld verdienen und nicht ausgeben, ja? Na, pickt ihr wieder irgendwas aus? Quatsch. Wir können ja auch einen Boxkampf machen. Ah ja? Du trittst gegen Wolfern oder was? Wer will dann sowas sehen? Außerdem wäre der Kampf sowieso nach 10 Sekunden vorbei. Klar, das glaubst aber auch nur du. Können wir mal bitte weiter nachdenken? Ich muss noch etwas erledigen, aber vielleicht fällt mir ein Zuschuss ein. Und, hat jemand eine Idee, wie wir 200 Mark mit der Lagerhalle verdienen können? Na, es gibt doch solche Hallen, in denen man Freeclimbing machen kann. Wie soll das denn jetzt gehen?
Und außerdem muss das vom TÜV geprüft werden. Und wenn da einer runterfällt, dann sind wir alle dran. Wir können auch eine Geisterbahn bauen. Na, ist ja eine super Idee. Willi, unser Internatsskelett und wir mit unseren Gruselmasken und so. Aber nur, wenn du Waffwärter dazu bringst, wie Kai aus der Kiste zu kommen. Ach, das ist doch alles Unsinn. Mann, weißt du denn was Besseres? Man könnte ein Kinderdorf machen. Mittag könnten ihre Kinder bei uns abgeben, wenn sie einkaufen gehen oder so. Natürlich gegen Bezahlung. Also, wenn ich Kinder hätte, würde ich sie ganz bestimmt bei uns in dieser dreckigen Halle abgeben. Wenn man die Halle unter Wasser setzt, dann könnten wir ein Hallenbad draus machen. Super Idee. Und Wolfs Onkel macht den Bademeister. Na gut, dann eben nicht. Und das hast du alles gelesen? Von vorne bis hinten. Du liest also abends im Bett, woran Mathematikstudenten im sechsten Semester schier verzweifeln. Ja, am liebsten lese ich eigentlich auf dem Klo. Ah ja. Also, wie geht denn die Eulersche-Poljeder-Formel? Wie die geht. Hast du das Buch also doch nicht von vorne bis hinten gelesen? E minus K plus F gleich 2. In welche Schule gehst du eigentlich? Naja, ich gehe auf die Dr. Jochmann-Schule. Das ist nicht dein Ernst? Doch. Das ist doch diese allgemeine Förderschule, oder? Ja, und? Halten Sie mich deswegen jetzt auch für blöd, oder was? Warum sind Marc und Oliver nicht mitgekommen? Ja, die glauben nicht, dass uns die Wahnsinnsidee kommt, wenn wir hier wie blöd durchs Dorf stolpern. Kann ich mir auch nicht vorstellen. No, jetzt hört auf zu jammern, sondern denk lieber nach. Bist du übergeschnappt? Nee, ich bin nur Flaschen drehen. Ja, du bist aber die Flasche, oder was? Auf wen ich zeige, da muss eine Idee sagen. Spontan. Gewächshaus. Was soll das denn? Ja, wir könnten die Lagerhalle doch einfach zu einem Gewächshaus umfunktionieren. Was willst du da anbauen? Erbsen oder Champignons? Vielleicht Kohlköpfe. Ja, okay, gut, dann eben nicht. Zeig doch mal auf dich. Flohmarkt. Wir organisieren einen Flohmarkt und kassieren dafür Standmiete. Nicht schlecht, aber sinnlos. In Seelitz ist am Wochenende sowieso Flohmarkt. Da braucht man keine Standmiete zahlen. Ja, okay, los, weiter. Wie, ich schon wieder? Tja, Pech gehabt. Nun mach schon. Gewächshaus. Das hatten wir schon. Ja, aber die Idee ist so gut, dass sie mir nochmal gekommen ist. Sonst geht's dir noch gut, ja? Und, habt ihr schon eine Idee? Klar, ist schon in Arbeit. Wir sind gerade dran. Und ihr? Wir auch. Wir haben eine richtig geile Idee. Das wird irre. Genau, damit kriegen wir locker über 200 Mark zusammen. Dann sollten wir mal einen Plan machen, wer wann in die Halle geht. 200 Sachen mit Mantel und Regenschirm? Cool. Liebe Frau Kunz, ich habe nicht die Absicht, dieses Motorrad zu besteigen, um mich Ihrem und dem Spott der Schüler auszusetzen. Die Schüler fänden es sicher super und wären überrascht, dass sie gar nicht so langweilig sind. Wenn man vernünftig ist, muss man doch nicht gleich langweilig sein. Ich frage mich, warum Sie so hartnäckig verleugnen, dass Sie auch andere Seiten haben. Hatte, liebe Frau Kunze, hatte. Aufbruchsstimmung und Verrücktheit in der Jugend, Verantwortungsbewusstsein und Vernunft im Alter. Alles zu seiner Zeit. Ah ja, verstehe. Sie als junger Mensch? Junger Mensch? Bei Ihnen hört sich das an wie eine Krankheit. Ja, ich meine, Sie befinden sich doch noch am Anfang auf dem Weg in die Besonnenheit. Besonnenheit? Naja, auf den Weg habe ich eh keinen Bock. Was Sie immer für Ausdrücke haben. Bei mir werden Sie es nie erleben, dass ich wegen irgendwelcher uralten Prinzipien den Kids irgendwas verbiete. An meinem Widerstand werden die Kinder lernen, sich durchzusetzen. Was ist das denn für eine arrogante Einstellung? Würde ich mich anbiedern und einschmeicheln, könnten die Kinder nie erfahren, für welche Freiheiten sie bereit sind, wirklich einzutreten. Glaubt ihr, die Dorfdeppen hatten echt eine Idee? Ach Quatsch, die haben doch nur angegeben. Hoffentlich. Ich bin mir ziemlich sicher, die denken, wir wüssten, was wir machen. Dann haben wir uns also gegenseitig voll angelogen. Die sind ja psychologisch ganz schön verunsichert. Genau, man muss nur überzeugend auftreten und so tun, als wüsste man, was man tut. Dann hat man schon hart gewonnen. Vielleicht sollte ich bei Wolfhard auch immer so tun, als wüsste ich alles. So, Kim, dann sag mir doch mal, an welchem Buch hat Roger Bacon 1200 blablabla gearbeitet? An einem Kochbuch, zum Beispiel über gedünstete Schweinebacken auf Speckset oder gebackener Karpfen Weißweinschaumsoße. Auch darin waren seine Zeitgenossen weit voraus.
Nachlesen können Sie das in der Abhandlung von Knut Knusten auf Seite 93. Was? Das gibt's ja nicht. Was du nicht alles weißt. Jetzt hör doch mal auf. Ich hab eine Idee. Ja, dann schieß mal los. Wir machen Theater. Wie Franz nach Luft geschnappt hat, als wir meinten, wir hätten eine Idee. Wie ein Karpfen an Land. Wie eine Kuh, wenn's donnert. Wie ein Frosch im Stolzen ist. Als wenn ihn ein Elch geknutscht hätte. Ey, jetzt hör doch mal auf, ich glaub, mein Hamster bohnert. Scheiße, mein Hamster, den habe ich komplett vergessen. Was ist denn mit dem? Ich fahr doch übers Wochenende weg und ich kann Fredi nicht mitnehmen, weil meine Tante eine Tierallergie hat. Na, gib ihn doch so lange mir, ich kümmere mich schon. Echt, geht das? Ja klar, kein Problem. Aber Vorsicht, der beißt. Tine ist die beste Tierpflegerin, die ich kenne. Sie hatte mal 2 Wochen lang unseren Hund in Pflege, als wir im Urlaub waren. Wenn Tine nicht gewesen wäre, hätten wir Sigi an der Autobahnraststätte aussetzen müssen. Hör auf damit, das ist kein Joke, das machen viele. Sie schaffen sich Tiere an und wenn die dann lästig wären, zack, weg damit. Echt ätzend. Gerade in der Ferienzeit. Gibt's denn keine Heime, wo man diese Tiere hinbringen kann? Vorübergehend? Doch schon, aber halt nicht so viele. Hier in Seelitz zum Beispiel gibt es keine. Das ist die Marktlücke. Hä, wo ist eine Lücke? Und wir machen aus der Lagerhalle eine Tierpension. Also wenn ihr euren Parker rumkriegt, dann dürft ihr einfach mitfahren. Also dann, bis nachher. Du willst wirklich nicht? Nein, danke. Aber du nimmst es mir doch nicht übel, oder? Schade, sieht nicht so aus, als würden wir Wolle noch in Aktion erleben. Ja, war doch klar, du kennst ihn doch. Es ist wirklich eine wunderschöne Maschine. Ein Traum. Weißt du, Michael, im Grunde bin ich ja ein Oller Prinzipienmensch. Ja, ja, ich weiß. Da ist kein Platz mehr für Verrücktheiten. Und eins meiner wichtigsten Prinzipien war immer ein Versprechen. Das muss man halten. Ja, na was ist denn? Ich denke, wir wollten fahren. Nee, nee. Wenn schon, denn schon. Ich fahre. Zu verdeutlichen, um was es geht. Die Folge heißt 1, 2, 4, 8, 16. Die nächste Zahl wäre dann die? Die 32. Genau, die jeweilige Zahl wird immer mit 2 multipliziert. Die nächste Folge heißt 1, 2, 6, 24, 120. Die nächste Zahl wäre dann die 720. Und warum? 1 mal 2 ist 2. 2 mal 3 ist 6. 6 mal 4 ist 24 und so weiter. Klar. Weiter. Das sind Primzahlen. Die 9 und dann die 2. Und wie kommst du darauf? Das ist die Zahl Pi. 3,14159265535 und so weiter. Man braucht sie zur Berechnung des Kreisumfangs. Die Folge kann man nicht lösen. Doch, doch, das geht schon. Nein, Sie haben sich verschrieben. Stimmt, ich habe mich verschrieben. Einstein lebt.
Was meinen Sie? Herr Fabian, der Junge ist hochbegabt. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.